Alles klar, willkommen zurück zu Paper Mario, hier mit Lady Boo gerade. Und wir haben gerade gesehen, dass es einen sehr effektiven Effekt hat. Wenn ich hier auf dieser Ebene den Dicken da besiege, dann verschwindet im Hintergrund die Statue. Nicht schlecht. Ich lasse dich nicht vorbei. Ich tu's nicht. Ich lasse dich nicht vorbei. Wenn du hier vorbei willst, dann musst du erstmal an mir vorbei. Ja, okay, Typi. Oh, das wird Erfahrungspunkte geben. Hoffe ich mal. An sich müsste ich ja wieder erstmal den da hinten loswerden, weil... Was war nochmal der Weiße? Der konnte auch irgendwas richtig fieset. Aber ist mir egal. So, erstmal den killen. Jetzt muss ich bloß mit den Dicken da und das bringt doch schöne Erfahrungspunkte wieder. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, er hat Level Up. Ich will jetzt nicht mehr heilen, das kriegt alles hin durch Level Up. Vielleicht mache ich nochmal den Auffrischer oder sowas durch die Sternenkraft und so. Ja, soll ich vielleicht wirklich machen, ich weiß es nicht. Aua! Wollen wir jetzt gleich sterbe. Wobei, dann kriege ich einen Down, ich mache 8 Schaden. Das wird zu großer Risk. Obwohl, ich habe ja einen Lebenspilz, ne? Der Ultrapilz. Der Ultrapilz ist schon geil, aber... Ach, wisst ihr was? Ich slap erstmal hier. Schön slappen. So. Ja, den Ehestecker weg. Also einfach mal ruffjumpen. Wenn einer übrig bleibt, jetzt stecke ich weg. Au, yeah. Und jetzt lohnt sich ja der Ultrapilz noch ein bisschen mehr. Aua, Mann. Doofes Timing, Leute. Doofes Timing. Aber okay, gut. Boom. So, okay. Oh Gott, ich bin kurz vorm Verrecken, Mann. Okay. So. Ja, gehe ich jetzt nochmal zurück? Weil jetzt sind ja die ganzen Figuren weg. Ja, ich glaube, das muss ich sogar machen. So, ich glaube, im nächsten Kampf setze ich einfach den Lebenskuss ein. Ja, dass ich halt mal ein bisschen hier mich sehr schön heilen lassen kann. Hier ist ja noch einer. Und hier ist sogar... Okay, ich muss hier gar nicht hin. Na gut, okay, der letzte Typ. Hey, hast du nicht gehört, Mann? Ich sagte, ich rühre mich nicht vom Fleck. Hast du kapiert, Mann? Hast du eine Vorstellung davon, wie sauer der Kristallkönig sein wird, wenn ich dich hier vorbeilasse? Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist. Deshalb muss ich dir jetzt eine Lektion erteilen. Oha. So, vielleicht sind sie ja noch für ein Level-Up. Oh. Naja, nicht wirklich. Ja gut, okay. Ich werde erstmal kurz mich abknutschen lassen. Auszeit. Nee, das wird nicht klappen. Okay, lass mal hier abschmusen. So, trotzdem, der wird trotzdem nicht lange halten, wenn ich hier... Alter, je. Den Grünen habe ich auch noch nicht gescannt. Okay, ist mir jetzt egal. Und der Grüne ist mir... Warte, was macht denn nochmal der Grüne? Erhöht er die Verteidigung? Nee, Quatsch, ich habe den nicht gescannt. Ich weiß ja nicht, was der macht. Keine Ahnung, was der macht, Mann! Vorher, ich habe schon... Da kam noch nie... Doch, ich habe schon mal einen Grünen gehabt, oder? Mal schauen. Oh, oh, oh. Oh, Mann, ey, das Time ist echt mies. Aber okay, gut. Mann! Komm schon. Mario, time the shit. Achtung. Oh, ich krieg den nicht hin. Er ist einfach nur mies. Okay, doch, es war der Verteidigungstyp. Okay. Jetzt habe ich aber langsam ein Problem. Ich krieg einen natürlich... Nee, ich krieg ja nicht mehr jetzt einen down. Okay, was soll ich machen? Ich muss den Ultrapilz benutzen. Obwohl, ich habe einen Lebenspilz. Ja, ich habe einen Lebenspilz... Ich glaube, ich werde ihn jetzt einfach mal abusen, den Lebenspilz, und alle mit Sternenwind killen. Obwohl, warte mal, vielleicht. Nee, warte mal, stimmt, der Lady Boo kriegt ja jetzt noch einen Down. Da muss ich ja bloß noch mal einen einstecken. Ich kann überlebt vielleicht Donner, Leute. So. Okay, alles klar. Wie wunderbar. Oh, oh. Ey, den kannst du weiß nicht, kriegt ihr nicht hier time. Yeah, Verteidigung erhöhen, wuhu! Toll. So, dann warte mal, mein Hammer. Aber sie kann jetzt, glaube ich, gar keinen Damage machen, ne, weil sie immer bloß mit 1 angreift. So, das heißt, ich ziehe... Oh, ich ziehe eigentlich 8 ab. Ziehe ich ihm jetzt 6 ab, oder nicht? Oh je! So, da ist er down. So, was war ich scanne denn jetzt? Jetzt ist Mario, kann sich nicht bewegen. Den müsste ich jetzt aber alle haben. So, okay, Go Mario, wer ist der Knilch? So, das ist ein grüner Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Ich muss zugeben, dass mir diese grüne Robe sehr gut gefällt. Wirklich cool. 11 KP, Angriffskraft 3, Verteidigung 0.
Er kann mit Magie die Verteidigung seiner Kumpane erhöhen. Er sieht irgendwie böse aus. Er sieht genauso aus wie alle anderen. Kumpario, was ist los? Okay, er ist abgehauen. Ich habe ihn gescannt und er hat sich ertappt gefühlt. Er will einfach abgehauen. So, deine OP. Deine OP haben bereits den Höchstwert erreicht. Oh. In Paper Mario 1 gab es eine Begrenzung? Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, dann ich kann gar nicht mehr OP haben. Oh, okay. Dann auf jeden Fall BP. Auf jeden Fall. Weil die gehen mir echt schnell aus. Ich glaube auch echt beim nächsten Level Up mache ich nochmal BP. Dass ich da dann 40 habe. Warum nicht? So, ist alles erledigt. Schnell zurück. Bye bye. Ich lasse mal gleich Gumbario draußen. Weil der ist echt cool mit seiner Kopfnuss und sowas. Ist nicht schlecht. So, wie groß ist denn dieser komische Kristallpalast? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass... ich weiß nur noch, dass... okay, wie soll ich das jetzt hier machen? Warte mal. Okay, wartet. Da muss Bombette helfen, weil Bombette ist zeitverzögert, ihre Explosion. Und das ist cool. So, oh, oh, oh. Hui! Sehr schön. So, hier komme ich jetzt auch nicht mehr zurück. Alles klar, macht der Shadow irgendwas anderes? Nein. Gut, weiter geht's. Oh Gott. Okay, laufen die einfach so oder... Oder ist der wirklich hier geheimes Tuerei? Okay, wartet mal. Yeah! Babum! So, ich bin mal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte ich noch von den Typen kriege, ja? Ich könnte mir vorstellen, nicht mehr allzu viel. Weil ich habe ja schon nur 2 bekommen. Und jetzt bin ich aber... Oder? Okay, immer noch 2. Also kann es nicht schaden, wenn man einfach echt noch weiter hier ein bisschen zu trainieren. Wee! Psch, yeah! Psch, wow! Psch, 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 psch. Oh, Mist, Alter. Hätte mich echt gefreut für auf Instant Kill, aber nö. Aua! Oder soll ich inzwischen vielleicht doch mal ein bisschen die KP irgendwie erhöhen? Ich weiß es nicht. So, der sollte aber mit dem Hammer, sollte ich ihn angreifen können, oder? Oder ist das irgendwie ein Gummihammer? Der Gummihammer wäre ja cool. Ich darf ihn halt nur nicht berühren. Und wenn der Hammer ihn berührt, dann sollte eigentlich klar gehen. Hoffe ich mal. Mal gucken. Oh, oh, yeah. Alles klar. Das hat funktioniert. Diddly-dai. Ey, ihr kannst vergessen, kriegt ihr nicht geheim. Ich werde hier nur verarscht. So. Ja, nicht viele Erfahrungspunkte mehr, aber egal. Vielleicht mit Besiegen des Bosses dann halt noch ein Level ab. Alter, ching, 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 ching. Da habe ich gerade eine Truhe gesehen. Auf der anderen Seite, na toll. Wie komme ich denn da hin? Warte mal. Ist da, ich sehe da einen Riss in der Wand. Und natürlich der olle Geist ist natürlich nicht wirklich da. Warte mal, da auf der anderen Seite hat man einen Riss gesehen. Dann lass mich doch mal ganz kurz prüfen, ob ich denn nicht von der anderen Seite das wegbomben kann. Bam, bam. Die Musik. Yeah, sehr schön. Okay. Deswegen wissen wir, ob in der Truhe drin ist. War das da drin? Komm her. Au, yeah, Alter, der Dreifachgriff lässt Mario 3 Items pro Runde einsetzen. Das ist ja krass. Na, Mist. Ich habe es nicht geschafft. Alter, 4 Stück? Okay, es reicht. Alter, es reicht mir jetzt. Ich mach einfach Star Storm als Item und dann Megabombe. Bum, bum. So, die Megabombe. Alter, zieht die 9 ab? Ich glaube nicht, ne? Ich probiere trotzdem mal. So, drücke alles schnell wie möglich. Komm schon, Bombe! Alter, 7 Schaden auf alle. Wenn die sich jetzt alle kopieren, ist richtig geil. Okay, er macht so. Abgeblockt. Aua, ey. Was fällt dir ein? So. Okay, er macht das Bombett einfach mit der normalen Powerbombe. Aber die ist ja auch so teuer. Was sind all hier so teuer? Was ist denn das? Hat irgendwie ein geiles Item dabei? Nee. Jetzt wäre wieder der Multi-Jump. Wäre natürlich jetzt auch wieder cool, aber. Ach, naja. Wollte man nicht wissen, mag einfach Powerbombe und dann geht das schon. wie bitte? Die Powerbombe zieht genauso viel ab wie die Megabombe? Hä? Was ist das für ein Mist?
Okay. Egal. Was ist das denn? Na gut, ich sag nichts dazu. Ist hier Bombett, verarscht uns. Naja, So, jetzt dürfte hier noch den Orden geben, der das Gegenstück zu dem P-Orden ist, den wir schon haben. P-Up, P-Down. Der müsste es ja auch noch irgendwie geben. Und halt in dieser Bodenluke. Was zum... Okay, ich verstehe schon. Dann machen wir einfach mal den Mirror. So. Was ist hier los, Mann? Was steht denn an der Ecke? Oh Gott. Wieso helfen die uns? Was zum... Mario, ich bin der echte Koopa. Aber das weißt du ja natürlich nicht, wahr, alter Junge? Ihr seid... Mario, sieh mich an. Ich bin der einzig echte und wahre Koopa. Niemand sonst sieht so aus wie ich. Entschuldigung. Mario, komm schon. Ich bin Koopa. Ich meine, das ist doch lächerlich hier. Ich bin der echte Koopa, Söhnchen. Du glaubst mir doch, oder? Ja, ich bin der echte Koopa. Ja, ohne Zweifel, oder? Oder etwa doch? Okay, alter Kumpel. Am besten ist es, du ziehst den Betrüger einen nach dem anderen eins über. Ja, das ist eine gute Idee. Oh Mann. Ey, Bruder, verhau sie alle außer mir, okay? Was ist denn für ein Quatsch? Mario, mach die Augen auf. Ich bin Koopa, jetzt mal im Ernst. Sieh mich an. Es ist wirklich so schwer, diese Verkleidungen in Anführungsstrichen zu durchschauen. Ich bitte dich. Ja, ich bin der echte Koopa, Jungchen. Halt's Maul. So. Du musst über so eine Art sechsten Sinn verfügen, Söhnchen. Der ist so doof. Sie haben es nicht mal versucht. So, ouch, das hat wehgetan, aber gute Arbeit. Du hast die Augen eines Adlers, um mich erkannt zu haben. Nee, hab einfach nur normale Augen. Verflixt! Lass gleich den eigenen Bruder eine reinhauen. Mario, gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast mich erkannt. Ja, viel hast du nur geschafft. Und tschüss. So, du bist nicht Luigi. Was? Ah, Bruder, ich hab doch so oft gesagt, dass ich der richtige Koopa bin. Das ist so gemein. Fail. War nur ein Witz. Ich habe wirklich geglaubt, dass du es glauben würdest. So. Okay. Ja. Gut gemacht, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Problem. Das waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe. So, was heißt das jetzt? Oh, es ist dieser Ding auf explodiert. Okay. Aha. Okay. Weitere Türen. Dam, badam. Vor allem wieder halt Spiegeltüren. Komm schon. So, oh. Sehr nice. Ahornsirup und gleich darunter noch eine Bodenplatte erkannt. Okay. Sehr nice. So, könnte das heißen, dass unter... Könnte das heißen, dass das parallel auch noch was gibt? Warte mal. Genau, das sind die Statuen, die müsste ich eigentlich verschieben. Aber das geht nur auf der anderen Seite. Und das ist aber, glaube ich, das Optionale, weil das nur zu dem Orden führt. Bum, 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 bum. Oha. Okay, warte mal. Aktiviert echt der Spiegel? Strange. Sehr, sehr strange. Aber egal. So, ich brauche jetzt sowieso einen Schlüssel. Okay. Also wieder zurück. Tür aufmachen. So, das ist halt echt... Werdet ihr ja gleich wieder sehen. Und dann darf man halt echt nicht vergessen, dass da halt... noch was ist. Und hier darf man nicht vergessen, dass hier anscheinend ein Block ist. Ja, mit Chili Royale. Und auch hier ist wieder eine Bodenplatte. So, weil hier ist doch irgendwie alles parallel. So, genau. Und hier hat man jetzt das große Geheimnis. Ja, sehr schön. So, das soll jetzt einen trotzdem mal sagen, ne? Parallel denken. Auf der anderen Seite hat sich jetzt auch die große Statue verschoben. Oh Gott. Yeah! Erster Angriff, dann Koopa! Wow, richtig viele! Was wollt ihr denn alle? Darf doch nicht wahr sein. So, der Schnarcher. Ich muss ihn erstmal runterholen von oben. Whee! Bams! Aber Mist, hat nicht geklappt. So, okay. Der Typ, der die transparent macht, auf die habe ich gar keine Lust. Der Feuerpanzer, yeah! Stimmt ja. Die sind ja alle feuereffektiv hier. Naja, jedenfalls die Großen. So, Alter, richtig. Richtig zerstaubt. Oh Gott, er kommt schon wieder. Und. Au! Oh, das war ein anderes Angriffsmuster. Okay, das ist ja gemein. Die können auch noch andere Angriffsmuster machen. Ich verstehe schon. Ihr wollt den Luxalink hier richtig verarschen.
Aber nicht mit mir, Leute. So, ab, du komischer Magi-Koopa. So, und Koopa, du schaffst es trotzdem. Yeah! Alle down, einfach umgehauen, down. Okay. Und schon wieder 20 Erfahrungspunkte, ne? Daumen hoch. So, ab. Komischer Sack. So, schön hier das ganze Geld. Ich habe fast 300 Münzen. Ja, einmal beim Laden gewesen und schon sind die weg. Aber, naja. So. Komm her. Au je. Ach, hier ist sogar der Orden drin. P rauf, V ab. Genau. Erhöht die Angriffskraft um 1, senkt dafür aber die Verteidigung um 1. Okay, gut. Jetzt haben wir zumindest schon mal die Parallelorden und ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Orden gibt. Das haben wir auf jeden Fall 3 Stück hier schon bekommen. Okay, Mann, ich dachte jetzt irgendwie echt, dann ist es ja so, ja, die Orden kriegt man dann dennoch recht offensichtlich, ja. Dann sind es ja die Gegenstände, die einen weiterbringen sollen. Die sind ja die, wo man im Hinterkopf behalten muss, dass wir jetzt halt noch nach unten müssen zu der Tür. Ja, okay, ja, durcheinander gebracht. Ich dachte, das war so. Ich dachte, es wären wieder die belohnt, die sich denken, Moment mal, ich darf ja das da nicht vergessen. Und da weißt du ja nicht so. So, ich wollte vielleicht, ich wollte so Koopa behalten, oder? Der ist cool mit seinem Feuerding, außer wenn es Fledermäuse gibt, aber naja. So, hier schön verschoben. Sehr schön. Jetzt kommt natürlich noch mehr Gegner, aber was soll's, ne? So, Dupligeister. Putz. Alter, die ganzen Kamex hier. Gehen mir schon also ein bisschen auf den Sack. So, warte mal, wie teuer ist denn dein Koopa-Panzer? Ah, cool, ich versuch's mal. Ich versuch's mal mit dem Beben. Und dann halt mit dem Powerpanzer. Die ganzen BP alle wieder weg, ey. Oh yeah! Ach nee, naja. Klappt nicht unbedingt, aber ich krieg schon mal 3 down. Nice one! Ja, ich hab dafür das Jelly Royale. Oder vielleicht komme ich ja auch sowieso bald an einen Punkt, wo wir kurz vor dem Boss sind. Und dann kann ich mich ja wieder hoffentlich neben dem Speicherblock auch wieder mal heilen. Und tschüss. Richtigen. So, Daumen hoch, alles klar. Geld her. So. Ach, die eine Münze da, was soll's. So, hier haben wir jetzt den Schlüssel. Oh yeah. Alter, der Palastschlüssel öffnet ein verschlossenes Tor im Kristallpalast. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon bald durch sind mit dem Tempel. Hui. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich beschreibe es erstmal nicht. Boing. Ein paar Schieberätsel habe ich noch im Kopf. Oder ein besonderes Schieberätsel weiß ich noch. Das kommt auf jeden Fall noch, aber ansonsten? So, warte, ich nehme mal jetzt einfach hier den Ahornsirup. Was soll's? Komm her, gum. Oh je. So. Und aufgemacht. Auf der anderen Seite kann ich jetzt auch lang, ne? Behalten wir mal Hinterkopf. Was zum... Hallo? Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen, Mann. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich hier durch. Okay. Und guck mal hier, ich kann hier lang. Und ja, wir müssen jetzt halt echt hier diese Dinger halt verschieben. Aber wir können sie nur in die Richtung verschieben, in die sie gucken. Und deswegen müssen wir ein bisschen mit den Typen hier reden. Du kannst nicht vorbei. Wenn ich jetzt ihn von hier anspreche... Aha! Du kannst nicht vorbei. Das ist fies, oder? Also, naja. Muss erst mal drauf kommen. An sich denkt man sich, ja, okay, ich hab dir jetzt angesprochen und nu. So. So, den muss ich einmal nach unten schieben. So, du kannst nicht vorbei. So halt, ups, warte mal. Ich muss ja das Ding hier schieben. Ich trottel, ich wollte schon an den Typen da an seinen Hintern ran. So, ach, guck mal hier, der ist ja nicht richtig drauf. Ich trottel. Der ist ja gar nicht richtig da drauf. Okay, wartet. Ein bisschen spiegelverkehrt denken. Und das sind doch Viecher aus Super Mario World, oder? Ich weiß nicht, ob die alle in eine Richtung gucken müssen. Ich glaube aber eher nicht. So. Die sind aus Super Mario World, aber die waren niemals weiß, glaube ich. So, muss ich die alle noch umdrehen, oder? Es reicht aus. Okay, Leute. Dann glaube ich aber wirklich, dass wir jetzt halt schon beim Boss sind. Das ging dann doch recht schnell. Okay, dann hoffe ich, dass ich da oben gleich nochmal abspeichern kann. Hoffe ich mal. Weil das war das Rätsel, was ich wusste. Alles klar. Leute, perfekt.
auch ideal, um den Part zu beenden. Wir sind bestens gewappnet. Ich habe noch einen Lebenspilz. Alles geil. Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, und beim nächsten Mal werden wir den letzten der hohen Sterne befreit haben. So schnell kann es gehen, ja. Dann haben wir bloß noch das letzte Kapitel 8 vor uns. Aber ehe das bestritten wird, kommt noch sehr, sehr viel Sidequests. Ja, sehr viel Sidequests, weil das will ich alles noch machen. Und mir fehlt auch noch der letzte Superblock, um mein letztes Teammitglied aufzustufen. Das war dann doch nicht mehr auf dem Weg. Werde ich aber alles noch rausfinden, Leute. Notfalls natürlich mit eurer Hilfe. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Finale des Kristallpalastes. Ciao!